herzlich willkommen zu unserem Video von der CMD 2024. Wir zeigen euch alles aus der Halle 7. Unter anderem zeigen wir, wo wir uns mit unseren Zuschauern treffen bzw. getroffen haben, treffen einen sehr bekannten YouTube-Kollegen an einem Toilettenstand, schauen noch bei der Annette mit ihrer Trockentrenntoilette vorbei, führen ein freundliches Gespräch bei einem weiteren Toilettenstand, treffen nochmal zwei YouTube-Kollegen und klären vor allem, ob ich, Helle, wirklich einen Taschentick habe. Also auf geht's, jetzt fangen wir an. Hallo, wir sind jetzt auf der CMD und da gibt es ja bekanntlich viel zu sehen. Ja, sehr, sehr viele Hallen. Und wir haben uns überlegt, wir fangen dieses Mal in der Halle 7 an. Das ist die Zubehörhalle. Das ist da, wo am meisten los ist und für die ganzen Wohnmobilisten ist das die beste Halle. Ja. Weil da gibt es den Zubehör, da gibt es dann die Ausbauten und die kleinen Gimmicks oder kleinen und großen Gimmicks, die das Wohnmobilreisen schöner machen. Ja, und da wollen wir euch ein paar vorstellen oder einfach nur zeigen. Genau, und wenn wir was Praktisches sehen, dann tun wir euch das natürlich auch gleich zeigen. Ja, ja, klar. Logisch. Wir gehen alle Gänge durch und ihr seid am Sessel dabei. Wo auch immer. Genau. Jetzt dann, los geht's. So, und da sind wir bei Kenwood, unser Navigationsgerät. Allerdings ist unser Ansprechpartner leider nicht am Stand, aber das macht nichts. Einen kurzen Halt war es allemal wert. Weiter geht's. So, da haben wir Daniel von Glesana. Grüß euch. Ja, und ein tolles Thema natürlich generell. Was gibt es Neues bei Glesana? Du, ich habe mir gerade schon was überlegt, aber alles läuft weiterhin so gut wie gehabt. Das heißt, in unserem Gespräch hatten wir gerade mehr Zeit, uns miteinander zu unterhalten, als nur über die Technik. Jawohl. War auch mal schön. Ja, also wenn ihr euch das Video anschaut von Caravan Salon 2022, alles so gut wie unverändert, ein bisschen was Neues, ein Update haben wir gemacht letztes genau, Jahr. Software, aber ja. Das ist... Aber alles unerheblich, funktionieren einmal frei. Glesana, Halle 7 und der Daniel ist der Experte dabei. Lieben gern, komm gern vorbei, ich freue mich drauf.
So, da wo natürlich die modernen Sachen sind, da darf Ecoflow nicht fehlen. Und da sind wir auch. Allerdings, es gibt nichts wesentlich Neues. Unsere alten Videos haben immer noch Gültigkeit. Ja, genau. Könnt ihr euch gerne publik machen. Genau. So, beim Stand von der Firma Ast ist wie immer der Gerd Seider. Guten Morgen. Unser Wohnmobil grinst nach wie vor. Was gibt's Neues bei dir? Es gibt nichts Neues. Ist alles beim Alten, so bleibt das auch. Alles bewährt. Alles bewährt, alles beim Alten. Bringt euer Wohnmobil her. Wir haben ein Video schon drüber gemacht und wir können sagen, es funktioniert wunderbar. Vielen Dank. Und schönen Tag noch. Und beim Stand von G&S, die Polstermacher, trifft man auch noch andere YouTuber. Da sind jetzt Manus. Und wir haben auch einen anderen Grund da zu sein, weil sie machen nämlich, sie vertreiben diese magische Stuhlauflage, die allgemein schon sehr bekannt ist. Und hier haben wir gleich einen zur Probe sitzen. Könnt ihr gerne mal vorbeikommen? Gerne. Könnt gerne Probe sitzen und das Ganze mal erleben. Wir müssen aber erstmal sagen, was die magischen Stuhlauflagen sind. Viele haben wissen das ja schon, aber für die, die es bei euch das erste Mal hören oder sehen, das sind selbstwärmende Polster, die man abends bei Minustemperaturen oder
kühlen Temperaturen. Kühlen Temperaturen drauflegt und reflektiert die Körperwärme und man sitzt ordentlich warm. Schön, also G&S, die Polstermacher, Jens Umano, Autogrammstunde gibt's auch. Genau. So, jetzt sind wir in Halle 7 bei Kanadec. Und Kanadec haben wir auch gerade in den letzten Wochen einige Videos gemacht. Hier ist der Daniel Schweizer. Daniel, was macht ihr von Kanadec? Also, wir rüsten euer Fahrzeug aus mit Smart TV, mit dem passenden Router dazu. Sound machen wir ganz gerne und ganz oft ganz viel. Energie, Lithium-Batterie-Wechselrichter, Solar, Sortiment, Rückfahrkamera, also ganz grob das Thema Multimedia. Passende Energie dazu, Alarm, Sicherheit mit Ortung, Fahrzeugabsicherung, ganz großes Thema. Klassische SAT-Anlage mit bei, also alles, was so im Wohnmobil gebraucht wird an Elektronik. Alles Elektronik und wir können bestätigen, die können das, ist bei uns alles im Gustl, nicht alles, aber da ist im Gustl ist was eingebaut davon, ja. Genau. Alle 7, Daniel Schweizer, kommt her, dann erklärt es euch genau. Sehr gern, Dankeschön. So, und alles wird teurer im Leben. Solvio wird billiger. Solvio ist ein Zusatzprodukt, was wir auch benutzen. Und der Carlo kann es in zwei Sätzen erklären. Ja, schon viele kennen ihn, wissen Solvio. Ein rein natürliches Sanitärprodukt, ohne Chemie, Pflanzenkonzentrat, natürliche Essenzen. Und natürlich, wir haben jetzt ein Messerangebot. Alles wird trotzdem ein wenig teurer. Aber wir haben in einer Verpackung 40 Dosierungen. Da kommen schon recht, kann man viel unterwegs sein. Jawohl, also lohnt sich auf jeden Fall, Solvio. Wir benutzen es und kommen immer wieder beim Carlo vorbei. Okay, super. Guter Messer. So, und jetzt sind wir bei X-Over, dem Taschensystem. Und da ist ein alter Freund von mir, nämlich der Jack. Alt ist er nicht, nein, der ist ja noch ganz jung. Richtig. Wir haben uns am Caravan-Salon kennengelernt und haben einen kleinen Clip gedreht. Den könnt ihr euch ja gerne noch anschauen. Und Jack, was stellt ihr da für Produkte oder was verkauft ihr für Produkte? Also wir haben Rucksäcke bzw. Taschen, die sehr innovativ, sag ich mal, sind. Kann man für alles hernehmen, egal ob für Fahrrad, für Urlaub, für die Messe, es geht für alles, weil sie sehr anpassungsfähig ist. Und gibt es dann in verschiedenen Größen, wie gesagt, sehr anpassungsfähig und jawohl. Also. Und für Leute unseres Alters geeignet, weil sie sehr schulterentlastend sind. Richtig, genau. Und das Beste an allem ist, es gibt Messepreise, hier auf der Messe ist alles deutlich reduziert. Genau, immer so 25-35% sind wir hier reduziert, also. Gute Geschäfte, check mich und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, ich freue mich. So, wenn ich mir eine Tasche gegönnt habe, dann muss ich die Ossi natürlich auch eine Tasche gönnen. Das ist ja mal wieder logisch. Absolut richtig. Dann hier ist hier noch deine Tasche. Jawohl, vielen Dank. Und ja, ich habe natürlich in grün, sodass es nicht genau das gleiche ist. Der Dauertest beginnt ab heute. Also.
So, da haben wir noch ein Thema, Toilette. Das ist die Bio-Toy und da gibt es den Repräsentanten. Machst du ja auch was anderes noch als Toiletten. YouTube macht er noch, das ist der Kai von ja. Campbell. Travel Camping Living, servus. Der kann es besser als ich. Genau. Ja. Was machst du hier bei Bio-Toy und was macht Bio-Toy? Also, was ich hier mache, ich bin hier jeden Tag auf der Messe um 16 Uhr und sage Hallo zu allen, die zu mir Hallo sagen wollen. Und ansonsten verwende ich seit 2 Jahren eine Bio-Toy in meinem Van intensiv. Ich wohne im Van mittlerweile, nutze sie täglich und liebe sie. Also, er liebt die Travel Camping Living, liebt die Bio-Toy-Toilette und er liebt auch euch, wenn er seinen Kanal, den Kanal abonniert. Travel Camping Living. Das ist auch noch. Einfach. Nein, brauchst du nicht mehr, ist okay. Ich weiß, was schwierig und lang ist. So, letztes Jahr haben wir uns an dieser Stelle bei Liontron noch beklagt und heute sind wir zufrieden, denn Liontron hat uns einen guten Service geboten und wir haben eine Austauschbatterie bekommen und die funktioniert für Sie. Einwandfrei. Und das muss ja auch mal gesagt werden, oder? Absolut. Ja. Auch wenn die Ossi selten lobt, aber manchmal lobt sie und hier hat sie gelobt. Wenn es berechtigt ist. Toiletten, das läuft immer gut, ja. Bei der Annette, die kann das nur bestätigen. Ja. Und Annette, wir haben ja da schon ein Video drüber gedreht am Caravan. Was gibt es Neues bei dir am Stand? Ja, also Sitze, die Toilette kommt gut an. Wir haben noch Kleinigkeiten optimiert. Letztendlich aber die Grundidee, dass man halt den 1:1 Wechsel machen kann, sind jetzt nochmal gewährleistet worden. Wir haben jetzt bald auch, ich bin halt Banktoilettenlöser. Ah, okay. Das heißt, es gibt ja viele, die eine Banktoilette haben und da hat es bisher nicht funktioniert. Das war ein ziemlich aufwendiger Ein- und Umbau. Und die Prototypen sind jetzt gerade in der Produktion und da sind wir, sage ich mal, in circa 3 Wochen werden dann die ersten Prototypen eingebaut, testweise, dass man auch vermutlich ab Mitte, Ende März vielleicht die ersten Toiletten ausnimmt für eben Banktoiletten. Also Kontakt haben, tun wir unten einblenden, die Annette ist die Ansprechpartnerin. Ja. Schöne Messe, viel Erfolg. Bis dann, tschüss. So, beim Stand von Bernd Renz bei Remectro ist nicht nur was los mit seinen Produkten und mit den YouTubern, die daherkommen, sondern da stehen auch die Ozonos an dir. Ne? Hallo Antje, hallo. Was bietest du da an? Das ist ein Luftreiniger, der erste mobile Luftreiniger auf Basis von Ozon. Für Mensch und Tier vollkommen unbedenklich und hat sich total im Wohnmobilbereich etabliert. Weil er hat keinen Filter, er beseitigt sämtliche Gerüche, Tiergerüche, großes Thema, Kochgerüche. Die ganzen Aerosolfette in der Küche, klebrige Oberflächen gibt es nicht mehr. Thema Viren, Bakterien haben wir ja jetzt wieder ganz groß immer mit dabei und ein großes Thema für Allergiker. Also ihr hört schon die Antje, die hat es voll drauf. Kommt einfach hierher, Halle 7, Stand Repectro. Und genau. wenn euch interessiert, die Antje gibt, steht sie mit dran und da. Steht zur Verfügung. Jawohl. Danke. Bitte.
So, jetzt sind wir am Stand von Remectro. Remectro kennt ihr, haben wir auch schon mehrere Videos gedreht. Und es ist der Bernd Renz, der Inhaber von der Firma Remectro. Ja. Was stellt ihr her? Alles Mögliche. Nein, ganz einfach. Wir kommen immer zuerst aus dem Regalbau, also sprich, Teile von der Firma macht Regalbau für die Wohnmobile auf Aluminiumbasis. Wir können, weil wir eine eigene Blechfertigung haben, noch zusätzlich auch diese Schubladen, diese Schubladenwannen bauen. Wir haben noch zusätzlich andere Dinge, ganz speziell für den Kunden, wie man da drüber sieht, jetzt der große Auszug, wo es dementsprechend entweder Klappladen drin hat oder Ziehschubladen drin hat. Das Neueste, was wir gerade machen, das ist 3D. Das heißt, wir haben... Die Firma Remectro setzt viele nützliche Ideen in 3D-Druck um. Das Hauptgeschäft im Wohnmobilbereich liegt allerdings im Regalbau für Wohnmobile, aber auch für Camperfans. Und immer wieder ein bisschen was Neues, wie es in der Halle 7 üblich ist fürs Wohnmobil. Genau. Da habe ich gesagt, dass da kommen auch hier drüber zu dir. Ja, da kenne ich welche. Der eine sitzt mir gegenüber. Ah, okay, Ossi und Helen wahrscheinlich. Oder? Und wenn ihr zum Bernd kommt, jeden Tag zwischen 13 und 15 Uhr, dann habt ihr Ossi dabei. Nicht hinter der Kamera, sondern vor der Kamera. Und dann kriegt er so einen Aufkleber. Und solange der Vorrat reicht, so ein Stift. Also jeden Tag 13 bis 15 Uhr beim Bernd. In Halle 7, F16. Genau, Remectro. Den Aufkleber gebe ich da auch. Dankeschön, herzlichen Dank. Sehr. So, hier haben wir angefangen und Stunden später hören wir hier auf dem Video. Das war die Halle 7. Und das, was ihr gesehen habt, es sind Massen von Menschen da, aber es ist auch sehr interessant. Ja, wir sind geschafft, aber ihr könnt ab morgen wieder frisch daherkommen. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns besucht. Ich da auch einen Kugelschreiber, solange der Vorrat reicht. Ja. Und einen Aufkleber. Und ja. Wir gehen jetzt zurück zum Wohnmobil Langsitz. Ja, also Halle 7 bei Remectro zwischen 13 und 15 Uhr. Das sind wir. Ja. Also, danke fürs Zuschauen und euer Interesse. Ciao. Tschüss, bis dann.